Ich habe ein griechisches Thema für dich, und zwar geht es um Herkules. Kennst du Herkules? Habe ich gesehen, der Blockcast von Manu läuft richtig gut. Da habe ich mir gedacht, Bruder, ich mache gerne mit deinen Feinde. Also für mich steht das alles nicht für Deutschrap. Das, was Bushido und so macht, ist auf gar keinen Fall für mich so Deutschrap, Ja. oder? Wenn du da rausgehst mit Worten um dich schmeißt, oder musst du halt auch damit rechnen, dass du Worte abbekommst. So ist halt nun mal Deutschrap. Wir sind ab Okay. jetzt dein digitaler Rücken. Okay, läuft, läuft. Danke, Adam. Ey, läuft, ja, nee, Ziegenpower, Leute. Da sind wir wieder mit MOK. Jetzt wird ein bisschen mit MOK gelabert, bevor wir normal weiter streamen. Jetzt kleines bisschen Glitch mit MOK. Mokarios, hast du schon Dune 2 geguckt? Ich habe nicht mal Dune 1 geguckt, Digga. Boah, Beste, weil du in einer sogenannten Gang bist mit dem Namen Schmelzkäse. Ja, auf jeden Ah, Schmelz. So, bevor wir anfangen, Bruder, wo warst du? Fall. Warst du krank? Warum warst du Ja. 6 Monate weg, Bruder? Du hast mir gesagt, du bist 3 Wochen weg. Daraus Ich sind habe 3 Jahre geworden. 3 Monate war ich weg, Digga. Ich war vom Mehr sogar. Dezember 3 Monate, ja, 3,5 Monate. Gefühlt warst du in der schwierigsten, schwersten Zeit, wo wir gekämpft haben gegen den Abschaum weg. Und ich glaube, das ist ein Fitner, den du gemacht hast. Ein Extra. Nee, ich glaube, das war ganz gut, weil ich konnte viel im Hintergrund machen, weißt du? So, das wäre, ich hätte mich zu viel auf Twitch und YouTube konzentriert, auf Insta, und Das so konnte ich halt, stimmt. Stimmt, stimmt. ja, ich habe mir gedacht, Hast Netflix oder. du eine Theorie zu der ganzen Ziegenthematik hier? Boah, also so meine Theorie, da muss man ein bisschen mehr so die Zeit zurückdrehen, so Richtung Keller und so. Ja. Ich denke halt, Mois hat sich halt finanziell halt komplett halt verrannt, weil er halt nicht so diesen Stand hatte, dass er halt alles gewerblich selber auf seinen Namen machen konnte, wegen Ja. Aufenthalt. Und ich denke halt, dass er halt nach und nach halt irgendwelche Leute halt so halt verbrannt hat, indem er die halt, ja, also so finanzamttechnisch, ne? Also ich glaube, dieses YouTube, was er hatte, oder diese, das hat wahrscheinlich auch seine Gründe, warum der so viele Kanäle hatte, ja? Dass der halt mehrere Naja, Einnahmequellen hatte, so denke ich mir das. stimmt, er hat ja mal eine So Zeit hätte ich lang. das gemacht, wenn ich ein Dings wäre, ein Asylant. Ja, also da, man muss ja sagen, dieser Pascal, der hat ja gesagt, der sagt ja, das stimmt ja nicht, dass der keinen Aufenthalt hatte und so. Ich glaube, also ich habe kein Wissen da oder so, ich nur geschätzt, ich glaube, dass er, wie auch viele andere YouTuber, ich meine, ich glaube, diesen Stuttgarter YouTubern, die auch big sind, ist das doch auch passiert. Also das hat nichts mit seiner Status und Herkunft und so weiter zu tun, dass er zum Beispiel deutsche Papiere nicht hat oder so. Ich glaube einfach, zu schnell sehr viel Geld verdient und einfach nicht Steuern bezahlt und nicht vernünftig gearbeitet im Hintergrund halt. Nicht vernünftig das gemacht. Was jetzt gerade läuft, diese gegenseitig Vorwerferei, das wird wahrscheinlich auch so ein Kellerding sein, wo auch wieder ähnlich wie bei Sinan und Manuel mit ihm gebrochen haben irgendwann. Jetzt Leute, dieser Schiene und so, ich kenne die ja nicht, aber kann mir gut vorstellen, dass die, weißt du, so sich dann auch irgendwann gedacht haben, ey, keine Ahnung, mir steht das Geld zu, ihm das. Und dann, jetzt waschen die ihre dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit gegeneinander. Kann mir beinahe nicht vorstellen, dass einer sauberer ist als der andere. Keiner ist Ja, ich hier glaube, richtig sauber. ich glaub, das ist halt auch immer die gleiche Geschichte, und vor allen Dingen so, er hat ja Geld verdient, weißt du? Und er hat Ja. ja nicht Geld verdient, weil er halt alleine am Start war, sondern er hat halt Geld verdient, weil halt viele Leute dazugehört haben zum Team. Ja. Und ich denke, letztendlich war es dann halt auch so, dass die Leute das mitbekommen haben. Und du weißt doch, es sind jetzt keine Akademikerkinder und so, ja, die dort halt mitgewirkt haben, so bei dieser ganzen Geschichte. Und ja, die haben dann wahrscheinlich halt die Schnauze voll gehabt und sich halt dann gedacht, so, ja, warum wird hier nicht gerecht geteilt? Und dementsprechend sind dann halt so verschiedene Lager entstanden, so, weißt Ja, du? ich glaube auch im Nachhinein ist einfach viel Bad Blood entstanden. Bad Vibes, weil einfach, Mann, du kennst das ja auch aus Rap-Welt. Es ist einfach so, man hängt zusammen, man arbeitet auf Handshake zusammen. Das war bei Echo so, das war bei
Bei Royal Bunker also, war das so, weißt du ja. Ja, aber also so, ja, aber dann muss man halt dieses 50-Cent-Modell fahren, so, weißt du, du bist halt erfolgreich und ziehst halt deine Jungs mit. Und ich bin, ja, aber glaube, der da, Letzte, nee, ich will nur ich so, bin, glaube, ja, erzähl. nee, alles gut, sag. Also ich bin, glaube ich, so der Letzte, den man halt fragen muss, wie es halt ist, so, wenn halt einer erfolgreich wird und halt den anderen halt liegen lässt, so, weißt du? Und so war es Ja. halt auch bei Mois. Ja, das, also ja, ich glaube, dieses Mois-Keller-Prinzip war schon sehr vergleichbar mit diesem Rapper-Prinzip. Wobei ich aber Echo und so meinte, als Beispiel meinte ich die, also das Echo-Beispiel passt vielleicht ganz okay sogar, weil er auch sehr jung war, der Eck, sehr schnell sehr berühmt wurde, selber noch nicht dann erwachsen war, natürlich viele Fehler gemacht hat. Aber eigentlich wollte ich was anderes sagen, aber es war ja bei Steiger auch so. Und zwar das so dieses blöde Handshake-Business, dieses Brüder-Business, so ein Cupcakes, der bis heute noch rumheult, dass er es nicht geschafft hat. Das wäre vielleicht so gar nicht gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob er jemals was unterschrieben hat, aber wenn alles etwas professioneller gewesen wäre und weniger Brüder, sondern mehr Business und danach kann man ja was trinken gehen und man kann auch befreundet sein, aber Ja, Paperwork, das weißt meinte du? ich ja auch. So, wir haben ja auch nicht unterschrieben, weißt Ja, du? und das meine ich, das ist shady Business so. Ja, das ist halt Da wachsen absolut. wir ja alle. In der Hip-Hop-Szene sind ja alle auch Selfmade-Unternehmer. Und natürlich, die allermeisten schaffen es halt nicht. Und guck mal, wie viele Rapper haben Probleme gehabt mit Steuern? Fast Ja, alle. ich fast alle, ja. Ja, fast alle. So, und ein paar haben richtig große Probleme. Und bei YouTubern ist das auch so. Und ich glaube, das ist bei Mois gelaufen. Die haben einfach 2, 3 Jahre lang wahrscheinlich unfassbares Geld verdient. Und einfach bei den Steuern immer gedacht, ja, mal, ey, das machen wir noch. Machen wir noch, Aber ey, ich und denke auch so, dass die falsch beraten werden, so dass halt die Leute im Hintergrund halt auch nicht mit offenen Karten spielen, so weißt du, da halt ja. was abziehen, dort irgendwie was damit machen mit dem Geld und so. Und vor allen Dingen so, es ist halt natürlich schwer für Mois, ne, wenn er halt selber halt nicht über Liquidität sozusagen bei den Banken und so verfügt, so weißt du, wenn er mal abhängig ist von anderen Leuten so, ja, dann kommt schon Wobei halt so, das, weißt du. ja, wobei Oder das er mit denen schiebt die halt abhängig mehr von, ab und so, was weiß ich. ne, das glaube ich nicht. Also Enjoy schreibt auch im Chat, also ich glaube nicht. Weil du hast gesagt, er ist auf andere abhängig und kann keine Bank und dann blablabla. Aber dann hast du auch keine Schulden beim Finanzamt. Also der ist hier schon gemeldet, der hat hier ganz normale Konten. Er ist auch bei der GmbH Okay. als Geschäftsführer Ja, am gemeldet. Anfang, da gab es so diese eine GmbH mit so einem, wie war denn das, auf Mois seiner Seite, da gibt es so eine GmbH, da sind voll viele Streamer drin gewesen und so, YouTuber. Whitecast oder sowas. Ja, Das ist aber, genau. ja, aber ist ja Ich, nur ein Netzwerk, ist ja das das ist Netzwerk. ja ein Netzwerk nur, ja, okay. Aber Ja. das Ding ist so, wenn, also das Netzwerk hat ja auch verdient natürlich, ne? Ja, klar. An, Ich auf jeden Fall. war, ja, am Ende, wie gesagt, ich glaube, am Ende sind das zwei Sachen. Einmal, die können mit Geld nicht umgehen, die haben gelebt, der hat ja, Digga, der hat von netter Junge, der News liest, von, keine Ahnung, Ferrari-Fahrender wie heißt dieser Uhren-YouTuber nochmal? Mein Gott, Mann, der mit dem Anzug, fällt mir gerade der neue Gibor, ein. Marc Ja, Gibor. genau. Plötzlich war er jeden Tag bei Marc Gebauer. Wenn Monte da war und eine kranke Uhr hatte, wollte er die krankere haben. Er hat plötzlich angefangen, sich mit Leuten zu messen, die ganz andere, weißt du, so, dieses Messen hat ihn kaputt gemacht. Dieses, ich bin auch krass. Nein, das Ich nennt man ziehe so bei jetzt. uns so, so neureich. Weißt du, Ja, wenn du irgendwann total. keine Kohle hattest, neureich Total. und du Ja. verlierst halt den Bezug zu Geld und denkst, Ja, und weißt du? viele, viele Rapper sind auch so. Viele Rapper sind ja Ja, auch so. Direkt eine auf Uhr, jeden Fall. direkt dies, Bruder, mach erstmal dein Album, investier doch Ja, erstmal in ein Standbein. bei den Rappern ist ganz anderes Problem. Direkt eine Uhr für mich, ein für meinen, der neben mir Ja, ist, ja, ein, der ja, ja. hinter mir ist, dies, das. Ja, So, die bei wirtschaften den ja Rapper, auch kaputt. ja, und bei Rapper ist auch noch was anderes, bisschen auch noch gefährlicher, die geben ja Geld aus, was die gar nicht haben, nämlich dieses Vorschussgeld. Die kriegen Vorschuss für gewisse Projekte und ja, es ist 300.000 Vorschuss, Digga, ein Rolli muss. Was dir später immer im Nachhinein fehlt für alles Mögliche, was investiert hätte werden, hätte, hatte, hätte. Ja, Mackies in halt wie our gesagt, time. halt auch falsch beraten, ne? So, weil viele denken ja auch so, die haben halt einmal gehört, so ja, man kann irgendwas von der Steuer absetzen Ja! und die denken, ja, ich kaufe mir jetzt eine Gucci-Jacke so und kann es als Bühnenoutfit absetzen und so. Ja, das ist der größte Blödsinn. Weißt du?
Absolut. Ich muss da sagen, was das angeht, bin ich, ich bin, ich, das nervt auch. Ich bin auch selber, ich nerv mich selber. Aber ich bin da voll der Korinthenkacker. Ich ziehe mir das richtig rein, bevor ich Fehler mache. Weil ich kann mir Fehler sehr schlecht verzeihen irgendwie. Und dann gucke ich so ein bisschen krank eigentlich. Ein bisschen zu viel im Kontrolle. Aber ich gucke immer, ich gucke immer, ich gucke immer. Und das habe ich auf jeden Fall früh gecheckt. Ich habe sehr, sehr früh schon Steuerberater gecheckt, geguckt. Ich hatte da auch einen Fehler gemacht. Hab dann nochmal einen gewechselt, hab einen richtig geilen gefunden. Und zum Beispiel dieses, ey, ich kaufe mir jetzt eine miese Bühnenjacke und ich kann ja von Steuer absetzen. Es gibt ja sogar Steuerberater, die das ja auch unterstützen und sagen, ja, man kann das von der Steuer, was völliger Quatsch ist. Sie kriegen das nie durch beim Finanzamt und wenn die das einmal durchgekriegt haben, kommt eine Nachzahlung. Also ich sag euch, das ist voll der Quatsch. Outfit für Videodreh und so, das kannst du nicht. Kann man nicht absetzen, könnte komplett vergessen, ist Humbug. Ja, vor allen Dingen so, wie viel das Finanzamt damit zu tun hätte, so, weißt du, da würde ja jeder das machen, der irgendwie ein Gewerbe hat und der würde halt sagen, ja, ich bin halt auf eine Vorlesung gegangen oder so, weißt du, und habe halt extra für diese Vorlesung mir einen Anzug machen lassen, nach dem Motto, so, weißt du. Es gibt, ich habe das... würde ja in alle Bereiche übergehen, so. Genau, das ist es, weil das in alle Bereiche übergehen kann, kann man das nicht absetzen, maximal teils absetzen, maximal könntest du, es gibt ja so Arbeit-Outfit, das ist ja wie ein Blaumann, das ist ein Arbeitsoutfit, das ist auch so registriert, das kannst du absetzen, aber als Rapper brauchst du das ja nicht und als Rapper als geht Künstler? Das auch nicht. Als Künstler? Als Künstler? Nicht. Als Künstler könntest du maximal so ein Kleid aus Fleisch absetzen, wie zum Beispiel Lady Gaga hatte das mal, die hat mal bei so einem Oscar, die war so ganz extravagant irgendwas angezogen, was aus Fleisch gemacht war, einfach so. So, das ist ja logisch, dass das nur ein einziges Mal angezogen werden kann. Max, könntest du das theoretisch absetzen? So, ey, das hat ein Künstler gemacht, das kostet 10k. Aber du kannst nichts anderes absetzen. Also okay, was aber dieser du, Bereich. Du meinst ja so Blaumann und so. Blaumann so, also, ja, wenn du ein Müll, geht. Wenn du Müllmann bist, oder Arzt, Kittel, das geht. Aber du bist Rapper, kannst du auch keinen Arztkittel absetzen. Okay. Nein, kannst du nicht. Also Gazi schreibt, Künstler kann man nicht mal Arbeitsklamotten absetzen. Ja, ne, gibt's ja keinen. Was soll denn eine Arbeitsklamotte sein für einen Rapper? Außer Knarre. Boah. Der tote Müllmann geht. Ja, müssen wir mal Kalim fragen, ob er seine Knarre abgesetzt hat oder nicht. Genau, also... Oder Tilo. Also, ja, Dings würde gehen. Also, Kostümverleih. Das würde gehen, das ist schlau auch, das geht natürlich. So bei sowas geht. Aber wie gesagt, die Leute, sie denken immer, und vor allem, jetzt kommt mal nochmal ein anderer Haken, auch sehr, sehr wichtig. Die Leute denken, absetzen heißt Geschenk kriegen. Bruder, absetzen heißt nur, dass du das gegen deinen Gewinn gegenrechnen kannst und du hast ein paar Prozent gespart. Das heißt nicht umsonst. Absetzen, also um Sachen zu kaufen, um zu sparen, ist Quatsch. Rechnerisch geht das nur auf, nicht auf. Es ist nur, der beste Tipp, den ich je bekommen habe, ist, kauf nur, wenn du etwas brauchst. Weil du kriegst als jemand, der selbstständiger wird, immer diese Tipps von Leuten. Ja, hol dir noch einen Laptop. Ja, ich habe doch einen Laptop. Ja, hol dir nur eins, kannst du dann links absetzen. Bruder, ich habe einen Laptop. Ja, ich bekomme es durch das Absetzen-Ding ein bisschen günstiger, aber ich brauche es nicht, also kaufe es dir nicht. Weil am Ende ist es Geld ausgeben. Das ist das Ding. In der Türkei läuft das so zum Beispiel, du weißt doch, mit diesen Tankquittungen in Deutschland. Ich habe einen Kumpel gehabt, so, der hat irgendwie mal, keine Ahnung, er hatte hunderte von Tankquittungen eingereicht beim Finanzamt. Ja. Und der hat halt nur ein Kleingewerbe gehabt. Und die haben es natürlich gecheckt. Die meinten so, ey, was ist mit dir los? Bist du hier kein Taxiunternehmen, so, weißt du? Kennst du doch, Kumpel sagt, ey, gib mal deine Tankquittung, dies, das und so, weißt du? Und in Türkei ist so, wenn du dort tanken gehst, dann wird dein Kennzeichen auf der Quittung direkt mit vermerkt, so von der Kamera, so, weißt du? Da gab es halt auch voll viel, dass die halt immer versucht haben, so dieses Benzin und so abzusetzen. Ja. Und da haben sie halt jetzt so ein System eingeführt. So. Ich glaube, das ist ja halt auch genau der gleiche Grund, so, warum halt viele Leute halt denken, dass du halt einfach wirklich alles so drehen kannst und am Ende plus minus null dastehst, aber
Glaub mir, wenn das Finanzamt dich schätzt und so, bist du komplett am Arsch. Ja, und ja? So eine Schätzung hat ja bei Mosch stattgefunden. Ja, das die ist haben der Horror. Das ist das Schlimmste, was du dir antun kannst. Ja, und bei also für die Leute da draußen, schätzen ist dann nicht so, oh, so geil und nicht so fair. Also die gehen dann hin, gucken sich den besten Monat an oder den letzten paar Monate und wenn die einmal so eine Summe da verdient hast, dann rechnen die das einfach mal 12 und sagen, ja, das hast du verdient. Aber die gehen nicht, die sagen einfach nicht so, ja gut, Bruder, ich habe nur einmal so viel verdient, sonst waren die Monate scheiße. Das ist total Banane. Die nehmen einen völlig auseinander. Deswegen vorher Steuern zahlen. Vorher machen, vorher einfach. Die kennen alle Tricks. Die kennen erstmal Tricks. Und vor allem muss man ja sagen, du hast ja, wenn du wirst sowieso geschätzt, du musst sowieso die Steuern zahlen, plus Strafe, plus die freezen dein Konto, du bist erstmal monatelang warum solltest du nicht die Steuern schnell schon mal zahlen? Und jemand schreibt, Logo machen für Twitch oder so, kann man absetzen, gebe ich dir Brief und Siegel, schreibt er. Ja, Bruder, das auf jeden Fall, das kannst du absetzen. Ja, es sind du ja kannst, Dienstleistungen, die du bezahlst und so, ist doch klar, so weißt du. Also das stimmt, Blocklife, das stimmt Grafik nicht. So. Warte mal ganz kurz, Blocklife schreibt, du kannst auch deine Caps absetzen, wie gesagt, nur klein irgendwo Roose World draufsticken lassen. Das stimmt nicht, Bro. Das stimmt nicht, ich würde das, das sind so kleine, guck mal, das sind solche, habe ich gehört, von meinem Onkel hat das gesagt, Tricks, immer was soll das bringen? Das stimmt aber nicht, Bro. Das Finanzamt, können wir vielleicht mit dem letzten Satz, dann reden wir mal über das nächste Thema. Finanzamt ist nicht behindert gefährlich, Bruder. Nein, ist so. Also. Also in der Gastronomie ist ja so zum Beispiel, Gastronomie fälscht ja ganz anders seine Bilanzen. So mit ja. Verwässern und so, weißt du? Ja, das ist ja Verwässern, was anderes. Ja, das ist ja ein ganz anderer Film, und, ja. Und die denken halt so, dass das halt überall geht, so dass man es halt alles so ein bisschen so undurchsichtiger machen kann. Aber Schmusen. Mann. Die in ihrer Ausbildung kriegen das alles schon mit. So, die haben da halt Spezialisten für Gastrobereich, für, keine Ahnung, Kleingewerbe, dies, das. Von diesen ganz großen Sachen brauchen wir gar nicht reden. Ich glaube, groß, also die Leute, die wirklich viel, viel Geld machen, die können natürlich viel, viel mehr irgendwie so verdunkeln und so, als halt so ein Kleingewerbe. So, ja, und total, ja, wenn du auf einem Level bist von zum Beispiel jetzt, ich sag jetzt mal was ganz krasses, so Amazon oder Apple, dann ist es auch nicht so, dass du keine Steuern zahlst, weil du die verarschst, sondern du ziehst das in die Länge. Und es gibt ja genug Dokus, dann sagen die Steuerbeamten ja auch, wir haben nicht so viel Kapazität und Manpower, das alles zu prüfen. Also gibt es ein anderes Verfahren. Aber die können das über Jahre hinweg ziehen. Und nochmal, Blocklife schreibt jetzt nochmal, ich schicke dir die Passage im Gesetz, Bro. Okay, ich kaufe mir jetzt also für 2000 Euro eine Balenciaga-Mütze und sticke da Roose World drauf und dann kann ich es absetzen. Das wird ja wohl nicht der Glitch in der Matrix sein. Bruder, überleg mal. Rechnung. Dann mache ich so ein Roose World drauf, hol mir eine Gucci-Jacke für 3.000, mach Roose World drauf und setz das ab. Mäßig. Aber ganz klein musst du machen. Ja. So, dass man kaum egal, ich weiß auch. Also, damit du die Marke nicht verfälschst. Das ja, richtig. Genau. Es gibt eine kleine Mini-Möglichkeit, wo man so eine teure, zum Beispiel bei den Serger-Tasche kaufen könnte, wenn man das als Exemplar, so wenn man eine Produktionsfirma hat, wenn man Merch macht und dann könnte man so versuchen zu sagen, ja, hier, es ist ein Sample, ich kaufe das, ne, wir gucken uns Produkte unserer Konkurrenz an, aber sehr schwierig, weil Gesetzgeber sagt, in dem Moment, wo du etwas auch privat benutzen könntest, wird das schwer, weißt du, das beweist uns, dass du die Jacke, die Tasche nicht auch mal so zu einem Geburtstag tragen würdest, wird ganz schwer. Und deswegen würde ich jeden raten, auf so Billo-Tricks, scheiß drauf. Das bringt euch eh nur in unnötige Teufelsküche. Bevor ihr ganz krasse Millionäre seid, wo eh egal ist, tut euch immer einen Gefallen. Gebt nur Geld aus, wenn ihr etwas braucht. Kauft nicht noch ein Mic, noch einen Laptop, weil einer gesagt hat, kannst du absetzen. Ja und? Ich brauche es nicht. Kauf es und mach deine Steuererklärung früh. Mach es früh, mach eh mit Steuerberater, aber mach es früh, weil dann kannst du auch Fehler ausbügeln. Wenn du schon spät bist, dann kannst du auch nicht mehr verhandeln mit dem Finanzamt. Und verhandeln
Kann man. Ich habe auch schon verhandelt. Ich habe mal meine Strafe mit denen verhandelt. Ich musste immer einmal, habe ich richtig gelernt, wie man das macht. Ich habe ja einmal richtig 10.000 Strafe bezahlt, weil ich so ein. Mir ist ein dummer Fehler unterlaufen. So ein richtiger Kecko-Fehler. Und verhandelt im Sinne von, ich habe mit denen geredet, dann haben die ein, zwei Sachen, haben die dann mich in Ruhe gelassen damit. Aber ich habe direkt bezahlt. Und es geht darum auch, Leute kommen ja immer mit solchen Problemen, erst wenn die Kacke am Dampfen ist. Ne? Wenn du zum Beispiel eine Nachzahlung hast, du hast Scheiße gebaut, dies, das, aber du hast dein Geld nicht ausgegeben, nicht Rolli, nicht da, und die Strafe zahlen kannst und auch reden kannst und auch erklären kannst. Das ist ganz anders, als wenn die kommen und sagen, wo ist das? Und du sagst, ich habe nichts mehr. Ich habe Rolli geholt bei Mark Kippor. Ich habe Benz geholt. Dann wenn du mal wegen mir anrufst und mir erzählst, dass du Steuerschulden hast, liegt direkt auf. Direkt Nummer löschen, blockieren. Weil, Digga, was willst du mit jemandem, der Steuerschulden hat? Ist einfach vorbei. Weißt du? Und das Ding ist so, ich glaube, die Leute im Chat denken auch so, Subs kann man absetzen. Ja? Jetzt hast du die halt aufgeklärt, dass man die halt nicht absetzen kann. Jetzt einfach vorbei. Nein, Subs, nein, muss vollkommen versteuert werden. Also kann ich bekomme, ja, ihr schickt hier einen Fünfer rein, 2,50 davon behält Twitch. Die 2,50 gehen an mich, die muss ich versteuern. Das ist ja keine Spende. Es geht ja um die Leute aus dem Chat selber, die Subs, meinte ich. Ja, manche. Ach so, nein, die können das ja. Es ist keine, es heißt zwar, aber es ist keine echte Spende. Robbie beantwortet hier eine Frage, aber dann wirklich mal mit dem Steuerthema hier zu Ende. Rob schreibt, was ich mit früh meinte, du musst halt deine Ausgaben, Einnahmen, sozusagen Steuern im Blick behalten, am besten immer mal wieder auch mit dem Steuerberater das checken, dann weißt du nämlich, was auf dich zukommt. Dann kannst du Anschaffungen planen, dann kannst du ein kleines, und das sagt euch jemand, der eigentlich, ich bin wirklich nicht gut in sowas. Aber ich habe mich ein bisschen reingefuchst, weil du kannst ja auch, ne, obwohl du flüssig bist, pleite gehen. Weil du, also nicht flüssig bist, anders bist. Obwohl du gute Einnahmen hast, kannst du gefickt werden, wenn du eine Steuervorauszahlung, eine Pfändung, eine hey Bruder, Alter, ich sag euch. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Nämlich, ich habe ein griechisches Thema für dich. Und zwar geht es um Herkules. Kennst du Herkules? Ja, Herkules, sag mir was. Ich weiß, also das Ding ist so, ich weiß ja von gar nichts. Ich habe ja geschlafen. Das ist ja das Problem meiner ganzen Sache. Ich bin ja erst so auf, wie nennt man das, vollendete Tatsachen. Ja, ich habe dich nicht gefragt, ja. Ja, keiner hat mich gefragt, dies, das, einen Tag vorher so, wir haben halt mit Jesus geplant, so wie wir dich halt stürzen können und so. Und dann hast du das, glaube ich, gerochen und hast dann gleich direkt wieder irgendwie weiter am Imperium gebaut, Digga. Also. Ja, ich weiß nicht. Zwei Sachen. Erstmal, mein Plan war, zu gucken, welcher Podcast läuft besser. Unserer, der von Jesus, der Manamia Podcast, oder jetzt der von Manuel, der Blockcast. Habe ich gesehen, der Blockcast von Manuel läuft richtig gut. Da habe ich mir gedacht, Bruder, ich mache gerne mit deinen Feinden. Ich wollte dich wie bei Shogun überraschen. Ja, es ist, wir haben, also. Das war ehrlich. Also 0231, danke fürs Sub und Patricio, danke schön fürs Subs. Also es kam ja sehr spontan, ich habe auch nicht darüber nachgedacht. Ich habe auch, nur dass die Leute das wissen, ich glaube die meisten im Chat wissen es, aber nochmal für Leute. Und vielleicht, wenn das auf YouTube ist. Ich habe nicht mit Manuel geredet. Wir haben nicht geredet. Wir haben jetzt nicht den große Aussöhnung gemacht. Also das kann vielleicht irgendwann, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber darüber haben wir nicht, darüber habe ich nicht nachgedacht und das ist auch nicht passiert. Es war so eine Art digitales Rare. Es war so, ich hatte gerade ein, zwei Videos gemacht, wo ich mich ein bisschen, wo ich reacted habe auf Sachen bei ihm. Und er hatte dann schon einen Podcast hochgeladen, wo der auf mich so, ne, und irgendwann war ich weiß nicht mehr, vorgestern war ich dann live hier, hab ich irgendwas gelabert, irgendeine Scheiße gelabert, wie immer. Ja. Du weißt doch, wie wir machen, Scheiße labern, ja, und Geld verdienen. Ja. Und dann dieses Ding am Ende so, ruf Mock an. Und nicht einmal, dreimal, viermal, immer, ruf Mock an, was willst du von mir? Auf jeden Fall habe ich, auf jeden Fall habe ich dann, auf einmal war der Manuel auch live auf TikTok
und hat dann plötzlich, ich habe es nicht gesehen, Leute haben hier geschrieben, ey, Manuel würde gerne zumachen, er ist ein Friedensangebot von Manuel, er sagt, lass sein und bitte lass uns Frieden machen. Ja, ich meine, was wäre ich für ein, ja, irgendwie fand ich das irgendwie jetzt asi da jetzt, so diese Bushido-Nummer. Kennst du jetzt mal Real Talk? Das ist ja so Bushido-Style, ja, oder? So einer kommt dir so und dann so machen. Sklav! So wie der schon immer die Leute ins offene Messer laufen. Das ist halt, damit will ich nur sagen, auch wenn ich jetzt nicht mit vielen Sachen, die der jetzt in der letzten Zeit auch gesagt hat, auch gerade über Sinan oder diese ganze Sache, das ist jetzt, da müsste eigentlich nochmal, ich sag mal, ein Gespräch her unter uns so. Aber trotz dessen habe ich gedacht, komm, ich habe einfach spontan gesagt, sagt ihm, wenn er live ist und wenn er es wirklich so gesagt hat, ich nehme das an, gerne von mir aus. Gerne, komm, machen wir zu, scheiß drauf. Und Abu oder einer der Jungs hier hat das weitergesmoothed, er hat das akzeptiert, ich habe das akzeptiert. Der Abu hat dann noch einen Post gemacht, habt ihr ja, glaube ich, gesehen, habe ich dann auch gesagt. Ja, ich war live bei Twitch. Ach so, einer, ja, meinte, er ist auf TikTok und dann sind wir halt live reingegangen. Das war ja dann die Nacht gewesen so. Ja, ich meine so, im Endeffekt ist es ja halt so, das ist gut so, wie es jetzt ist. Weißt du, ich habe ihn ja angerufen, ich meinte, ey Digga, was ist da los? So, du sagst Iftar essen, auf einmal du erzählst, dass du die Typen irgendwie zum Iftar holen willst. Wenn du jemanden holst, habe ich gesagt, hol Rus, hol Sinan oder irgendjemanden. Er meinte, ey, das habe ich auch Spaß gesagt. Zu Dschihad, weil er Dschihad ärgern wollte. Okay, aber ja. Aber in dem Moment kam das nicht so rüber. Aber nee, ich meine, das kam schon sehr ernst rüber. So. Ja, das kam schon ernst. Ich habe mich so zwei, dreimal so reingezogen, so bla, da haben wir halt darüber geredet. Er meinte, ey, das niemals. Mhm. Er meinte, niemals. Ich habe nur Spaß gemacht. Und so ist dann halt eins zum anderen gekommen. Ne? Mhm. Ja, also wie gesagt, das große, klärende oder das jetzt treffende, Kaffeetrinkende und auch ohne Kamera, weil, hey, du weißt selber, jeder weiß, wir kennen uns so lange. Da ist natürlich, theoretisch müsste das noch passieren, so, aber ich muss, also kein Druck von meiner Seite sowieso nicht. Kann erstmal so, ich denke mal einfach für meine Nerven, auch für seine Nerven. Und ich glaube auch, anhand der Reaktionen bei Instagram habe ich es gemerkt. Es war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Deswegen danke nochmal an alle, die das gepusht haben in diese Richtung. Okay. Und auch Abu. Also Abu meine ich. Ja, also Abu, aber es haben auch wirklich sehr viele mir geschrieben, dass sie echt glücklich darüber sind. Und ja, ich habe das selber nicht so gecheckt, dass das vielleicht ein bisschen zu wild war irgendwie. Naja, auf jeden Fall, ich glaube für meine Nerven, seine Nerven, auch für die Fans, für die Leute, die uns beide auch mögen oder auch vielleicht einfach für die Fans von unseren Content, ist es erstmal gut, wenn wir... Ja, das Ding so, wir wissen ja halt so, also Real Talk so, wir wissen ja so, Manu ist auch ein bisschen verrückt, weißt du was? Nein, das ist ja auch voll okay, wie gesagt, du kennst mich, ich nehme ihn ja, wie er ist. Am Ende des Tages, also wie gesagt, er ist verrückt, aber so, er ist unser Verrückter. Weißt du, was ich meine? Mäßig, also mäßig, ja. Mäßig sehe ich auch so, mäßig, wie gesagt, genau, ich fand auf jeden Fall auch gut. Ja, aber es auch, also einer hat jetzt im Chat geschrieben, dass halt Manu jetzt von der anderen Seite attackiert wird, das aktuell passiert das ja heute, ja. Was heute heißt das, die beide attackieren ihn oder was? Die hegen sich darüber auf, dass Dschihad... So, Tarkan habe ich gesagt hat. Digga, ich bin älter wie Dschihad, dies, das, wir haben gute Talks, er ist ein netter Typ. Ich habe so, ich sehe Dschihad nicht als den Typen, der da beim Blockcast sitzt, so, weißt du? Das ist so sein Ding. Und auch wenn er sich probiert halt, manchmal drückt er sich halt anders aus, ja. So, das Deutsch ist nicht so gut, aber am Ende des Tages so, was soll die Scheiße? Die Leute wissen auch, was er meint, so, weißt du? Also man muss sagen. Vom Deutschen, von seinem Style, von diesem Deutsch, den Dschihad hat, könnte der eigentlich auch für Mois das Management machen. Aber ich muss sagen, dieser Blockcast gibt uns auf jeden Fall gute Running Gags. Mhm. Entertainment-mäßig ist es ja auch okay. Also ist ja auch cool. Ich gucke das ja, wir können ja gleich eh nochmal reingucken nach dem Talk hier mit Mock, Leute. Dann haben wir auch nochmal gehört, was er sagt.
auch weil er ja auch über uns redet oder über mich. Aber ansonsten, ja, es hat sich jetzt, es ist jetzt auch genug. Ich habe auch irgendwann gedacht, ey, yo, es ist jetzt auch genug gestritten, Alter. Ist doch Quatsch, ey. Ja, auf jeden Fall. Das war ich habe jetzt mehrmals meinen Punkt, meinen Punkt klar gemacht. Er hat auch seine Punkte klar gesagt und gut ist jetzt, Alter. Ja, das ist so. Ja, und ich meine so, ey, es gab ja genug Stress, ja, in den letzten drei Monaten, was alles passiert ist, so, ich bin ja halt, wie gesagt, es gab ja diese Sache mit diesem Top-Tier, ich habe halt das Gefühl gehabt, so, dass das 8 Mile überholt hat, so lange hat das angedauert. Ja, ja. Der ganze Stress bei dieser Thematik mit diesem Twizzy und so, ja, war so krass, der Hype, und jetzt, wo das alles, jetzt redet keiner darüber, was jetzt passiert wurde, was beim Gericht entschieden wurde und bla, das ist einfach so vorbeigegangen, so. Aber am Anfang, wo halt dieser Stress war, so, da haben die halt maximal, aber ich meine, scheiß drauf, so, weißt du, was soll's, ist jetzt vorbei und gut ist jetzt. Ja. Gott sei Dank. So, jetzt habe ich noch eine Frage, so. Mhm. Wann kommt Marvin zurück zu uns? Marvin? Wann haben wir wieder diese Dreiergespräche mit Marvin? Also, Ich habe ja mal damals, als wir mal, wir hatten ja schon mal so ein bisschen auseinandergesetzt, aber nicht so krass, nicht so jetzt wie heute, also nicht wie aktuell, so dieses Dings. Aktuell muss ich auch sagen, ist, finde ich ja so ein halber Frieden ja auch schon da. Ich habe ja, also was ich auch gut finde, ne, also er schießt jetzt nicht gegen mich, schießt auch nicht gegen den, ist auch Unsinn. Ne, aber. Wenn ich mal prophezeien darf, ohne das jetzt als Front zu meinen, wird das nicht lange dauern. Aber, es geht mir gar nicht um Marvin, ich kenne Bushido allzu halt gut. Ich kenne ihn zu gut und es sieht nicht, es kann mir nicht vorstellen, dass er lange so lange mit dem bleibt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich ihm das wünsche oder so. Es ist mir gleich. Können die halt chillen, also mein Gott, ey. Oh, guck mal, jetzt sage ich mal was dazu. Guck mal, das Ding ist nicht nur, dass diese ganze Geschichte mit Bushido gelaufen ist, dies, das, dieses Hin- und Hergeschieße und er sich halt seiner Sache voll sicher ist, so, weißt du? Mit den ganzen Talks, auch mit seinen Townhalls und so. Ja. Okay, das Ding mit Bushido läuft nicht. Also jetzt ist bald beendet, so, ja? Gestern aktuell. Erst bei der Deutschrap-Reaction so, du hörst ihn so, wie er über Dings redet, über Bobby Van Damme. Ja, dass Bobby Van Damme voll scheiße ist und dies und das. Digga, was ist los mit dir? So, weißt du? So, wer bist du denn? Wer bist du denn, Digga, dass du dich da hinsetzt und zu einem Typen sagst, der, keine Ahnung, aber Millionen, Multimillionen Streams hat und so, bei dem es einfach läuft, der erfolgreich ist, so, weißt du? Feierst ein Diss-Track? Ja, ich meine... Also, ist ein Diss-Track von Twizzy, dies, das und hast du nicht gesehen? Ja, der Diss-Track, muss man ja sagen, der Diss-Track war wirklich musikalisch auch, muss man sagen. Also generell, was der Typ macht, ist musikalisch jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Da muss man, bei Bobby ist es so, vielleicht magst du den geschmacklich nicht, weil er macht natürlich ein bisschen anderen Style. Aber ich, keine Ahnung, der Marvin kann in seinem Stream natürlich sagen, wie er will, aber. Ich finde, Bobby ist ein ganz krasser Nachwuchsdude. Das zeigt seine Streams, das zeigt aber auf der Tour gesehen. Der ist aktuell der Nerv der Zeit mit seiner Mucke. Genauso aber auch Yakari, auch wenn die beiden sich jetzt nicht mögen oder so, ich weiß es nicht, aber Yakari trifft auch den Nerv. Der hat immer diese Cover-Ideen. Also das ist schon, das sind zwei, die werden uns noch lange begleiten. Die sind nicht morgen weg. Das sind keine Eintagsfliegen. Meiner Meinung. Aber ansonsten, ansonsten, ich bin gespannt, was bei Bendingo so geht. Ich meine, ist mir, wie gesagt, ich kenne Bushido einfach gut. Ich glaube, du auch, wie für alle hier im Chat auch. Wenn er sagt, jemand ist sein bester Freund, dann kannst du eigentlich die Uhr danach stellen, weil er mit ihm nicht mehr zusammen ist. Also wenn du das noch nicht zu Marvin gesagt hast, sind die vielleicht noch zusammen. Ich weiß es nicht, Alter. Sollen die gerne machen, sollen die auch nochmal auf Tour gehen? Ich, Ey, die das einzige ist Frage. So ein Schmierentheater, das ist so ein Schmierentheater, das ist so unglaublich. Das ist einfach so. Das zeigt einfach, also für mich steht das alles nicht für Deutschrap. Das, was Bushido und so macht, ist auf gar keinen Fall für mich so Deutschrap oder. Der momentane Stand. Aber so,
wie halt er drauf ist. Ich habe halt gesehen, so, er streamt aus, keine Ahnung, Digga. Ich glaube, ich kenne diese Bude, wo Marvin da war. Ist, glaube ich, so eine Jugendherberge. Okay, irgendwo. Aber ich hab ich aber nicht gesehen, also das weiß ich nicht. Was hat er, also du meinst, achso, du redest von Marvin, wo der auch streamt, keine Ahnung. Ja, so halt, dass halt Bushido, ich meine, ey, Digga, ich hole mir jemanden aus Amerika, dies, das, mach mit ihm Podcast und so. Und dann ist er nicht dein Gast, so mäßig, meinst du, ja. Ja, ich muss den noch leveln, so, weißt du? Ja, wenn der schon für mich gegen alle. Also er hat ja mit allen gebrochen. Ich finde auch, ich persönlich finde auch, dass der Marvin viel mehr gibt, als er vielleicht selber denkt, weil der bringt seine Community mit, der bringt Biscuit-Szene mit, der hat fast mit allen freiwillig oder unfreiwillig gebrochen, weil man sich ja zu Bushido begibt, dann passiert das ja automatisch irgendwo. Ja, ist halt so, muss man so sagen. Abu sagt, er opfert seine Integrität, Digga. Ihr müsst einfach das mal checken, so, dass das mäßig einfach ein Zaungast war. Weißt du? Ja. Einfach ein Zaungast, ein Typ, der einfach irgendwelche Boxen aufgeschnitten hat. So, sorry. Hätte ich Boxen gemacht zu der Zeit, hätte auch meine aufgeschnitten. Ja. So, ganz normal. Das war sein Ding. Und irgendwann hat ihm halt einer so, keine Ahnung, so Flügel verpasst. Wir wissen ja, wer das war. Mäßig, also. Mäßig. Ja, ist halt nicht einfach, Digga, wirklich an allen Fronten mit jedem irgendwie so, weißt du, dann tauchen so eine kleinen Typen auf, die mit Rassisten rumlaufen und weil Jesus mal eine Äußerung gemacht hat, auf einmal, ja, das ist voll rassistisch, ey, so, die Leute sind einfach, ey, das ist Deutschrap, Digga, so, weißt du, Deutschrap ist kein Samthandschuh, so, ist auch kein Kindergeburtstag. Wenn du da rausgehst mit Worten um dich schmeißt, dann musst du halt auch damit rechnen, dass du Worte abbekommst. So ist halt nun mal Deutschrap. Ich kenne es nicht anders. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich auch gar keinen Rap gemacht, weil es wäre voll langweilig. Wenn alle sich irgendwie ablutschen gegenseitig oder gegenseitig in den Arsch kriechen. Die Zeiten gab es ja auch. Aber soweit Geld da ist, so geht halt alles in eine andere Richtung. Nee, also wie gesagt, ist, wenn der, also ich, ist, ach ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich bin nächste Woche, warte mal, was für, nee, nicht nächste Woche, Anfang Mai irgendwann, fliege ich für eine Woche oder so nach New York, mache da auf jeden Fall viele Real-Life-Streams. Ich werde in Zukunft auch hier in Deutschland mehr in Real-Life-Streams machen. Meinetwegen sollen die da alle sich da oder gegenseitig da anzicken. Boah, ich dachte schon so, du willst ihn besuchen, weil du jetzt nach Amerika fliegst und so. Der wohnt nicht in New York auf jeden Fall. New York ist auf jeden Fall wild. Nee, crazy. Wenn, dann wird man sich da, glaube ich, nicht sehen. New York ist schon groß. Aber ich will auf jeden Fall nur sagen, dass ich wirklich genug habe vom Streit. Vor allem das letzte Jahr war so anstrengend. Ich bin froh, wenn die Zukunft jetzt erstmal ein bisschen stressfreier ist. Also, und ich rede jetzt nicht von Bluter, Uchs und Pilla, bisschen fahren hier, bisschen schießen, Spaß, alles gut. Aber nicht mehr dieser harte Kampf, Alter, Bruder, das habe ich keinen Bock mehr. Ja, eigentlich so ist es halt auch so, dass man sich jetzt im Moment so ist halt alles gespalten so. Jetzt, ich glaube, die Karten werden halt wieder neu gemischt. Ja, so. Der eine ist jetzt am Boden, so, weißt du, weil er zum Meme gemacht worden ist. Darüber können wir auch reden, über meinen besten Freund. Ja. Du hast den albanischen Freiheitskämpfer. Achso, den albanischen Freiheitskämpfer. Ja, der Lösemann hat wohl jetzt, ich weiß nicht, kann man das schon sagen? Ich sag's mal jetzt noch nicht. Ich muss da nochmal Sinan fragen, wie das aussieht, aber Musicalp, der hat wirklich, also er und diese ganze Bagage von ihm, diese ganze Rattengang, muss ich sagen, für mich ist dieser Beef mit denen zählt auch für mich nicht so Rap-Beef. Das ist einfach Abschaum. Ja. Da musste man sich mal wie so ein Geschwür aus dem vom Wegsägen. Aber er heißt nicht mehr Böse Mann, weißt du, ne? Wie heißt er jetzt? Shook Knight, der Zweite. Junge, ey. Der ist so geistesgestörte Leute, ne? Ja, bei Gott, ne? Ich bin Shook Knight Deutschland. Ey, warum sind die Leute so? Warum? Was stimmt mit dir nicht? Ich fress einen Besen, wenn der weiß, wie man Shook Knight schreibt. Haben die dich, als ihr damals per Anhalter irgendwo hingefahren seid, haben die dich vergessen? Oder hast du ein Trauma, Digga? Was denkst du, wer du bist? Ja? Dieser Shook Knight hat einfach zwei Brüder umgebracht, ja? Keine Ahnung. Hat Vanille Eis aus dem Hotelfenster gehangen, hast du nicht gesehen. So, was willst du mir erzählen?
Der ist auf jeden Fall. Shook Knight ist Sinan am Start, Digga. Digga, Shook Knight saß neben Tupac im Auto, als er erschossen wurde. Was hast du gemacht, Alter? Was hast du denn gemacht? Ja, er saß doch hier neben Wer links. Bist du, hier. Alter? Er saß doch neben Butterbean im Auto, dieser eine Typ, mit dem er doch bei Farid zur Wohnung gefahren ist, zum Haus gefahren ist. Der andere du hast bei, du, man muss doch vergleichen, so, du machst Klingelmännchen bei Farid, der andere war mit Pack in L.A. in einem 7er BMW und hat Schüsse abgeschossen. Und du kommst im Skoda, Digga, mit einer Handykamera. Mit, Digga, er geht mit Skoda, er fährt mit dem Skoda. Oh mein Gott, Alter. Digga, ich schwöre. Und ich meine, Shook Knight, am Ende klar, Shook Knight ist ein ganz krasser Übeltäter, so, der ist ein mieser Motherfucker. Deswegen sitzt er ja auch zu Recht im Knast und alles ist ja Logo. Keine aber, Angst, sag, was du willst über ihn am Monaco. Dieser Shook Knight, der kommt sowieso nicht raus. Ich wollte nur sagen, er hat aber auch Deutschrap, sag ich, der hat aber auch Hip-Hop-History geschrieben, muss man ja sagen. Er ist ja Teil der ganz, ganz, ganz großer Hip-Hop-History. Death Row ist ja, also, worüber reden wir hier? Der Schmösegehirn, der könnte nicht mal bei McDonald's eine History schreiben. Der könnte sich da das ganze Menü da gar nicht merken als Verkäufer. Der müsste hier nicht schon, mein Gott, ich fresse sein Besen, wenn er sich drei Menüsorten da, wenn er, der könnte nicht mal bei In-N-Out arbeiten. Ey, wer In-N-Out kennt, versteht das. Der könnte nicht mal bei In-N-Out alles verstehen, Alter. Stell dir mal vor, der ist dein Freund, Digga. So, weißt du, dass du den kennst. So aus der Hood oder so. Das wäre so wild, Alter. Ich schwör's dir. Der würde immer auffallen. Immer, ich Alter. Alter. Tut doch diesen einen immer aus der Hood. Der Anaboliker nimmt voll, ich mein, der Breite ist voll der Proll und so. Ich meine, Mock, kennst du das? Du kennst ja, man hat ja immer, es gibt ja immer so, guck mal, ich sag so, pass auf. Ich habe so vor kurzem scroll ich so in Instagram so ein bisschen Stories und dann sehe ich eine Story von einem Typen, den ich kenne. Nee, andersrum. Also erst, ich werde so markiert, irgend so ein Pseudo-Rapper von wirklich irgendeinem Hinterhof, Pseudo-Rapper, der schon so, kennst du, man erkennt, das ist so ein Backpack-Rapper aus den 80ern, der rappt seit 50 Jahren, hat nichts gerissen und macht so ein Lied, mäßig so ein Tornado, ja. Macht so ein Lied gegen Farid. Und er markiert mich da drauf. Und ich denke mir so. Denkst du, ich mache jetzt so eine, ich mach jetzt so eine neutrale Reaction. Ich gucke mir das jetzt an. Ah ja, krass. Ah, okay, ich gucke mir das so an. Ich klicke so drauf, ne? Und es war auch wirklich furchtbarer Rap, so Cupcakes-Level, so. Ah, guck mal, Farid Bang, du bist dies, du hast das, du hast, und die ganzen, diese ganze Gelaber von Bösemann hat der so nachgeäfft, nachgelabert. Und ich muss so fast lachen. Und dann sehe ich, gehe auf sein Profil, einen gemeinsamen Freund. Und ich denke so, und das ist so ein Homeboy, und ich so, okay, warte mal, okay. Ich schreibe dem Dude, yo, Bro, alles gut? Ja, was geht? Er schreibt so, mach Screenshot, schreibt so, kennst du den? Und direkt, boah, Mock, kennst du das? Direkt kam so ein Buch mit Erklärung und tut mir leid, aber ich kenne den aus der Hood. Also ich habe ihm schon gesagt, was soll das? Dann habe ich zu ihm gesagt, Bro, wenn das einer versteht, ne, diese Kontaktschuld, diese, Bruder, wenn das einer versteht, dann ich, ne? Ich so, alles gut, ich wollte nur wissen, ob du ihn kennst und ein bisschen Smalltalken. Also, es tut mir leid. Ich so, Bruder, braucht dir nicht leid tun. Weißt du, wie Leute ich aus der Hood kenne? Ich will nicht mal, dass die meine Nummer haben, aber man kennt die halt. Man kennt sie, man ist aufgewachsen. Man, das ist einfach so. Jeder aber kennt sie. Sei so mal ehrlich. Aber, sei mal ehrlich. War ja sein Track besser oder der Track von Bösemann gegen Farid? Das ist schwer zu sagen. Das wäre super interessant. Ey, aber sein Track war schon witzig. Sein Track, ich habe eh nur diesen Trailer gehört, aber ich muss sagen, Mock, das ist so, du hörst und du weißt, der rappt schon seit es Rap gibt in Deutschland. So, weißt, kennst du solche Leute? Aber immer noch. Aha, diese Sachen. Farid Bang, du bist ja das, ja, du denkst, du bist der Barber, aber du kommst nicht klar. Du kommst aber nicht klar, mit dem die Wahrheit ist. Ey, Alter. Der Albtraum, diese Leute.
auch auf Hip-Hop-Jams und so. Farid Bang, du weißt nicht, was die Wahrheit ist. Du verstreust der Tatsache, dass Stardust ist. Das sind keine Stars, Illuminaten. Du gehörst dazu. Guck mal hier, hängen geblieben. Ist gar nicht so MC Gauner-mäßig. Kennst du noch MC Gauner? Meinst du Gauner oder hier von Rap oder MC Gauner? Da gab es so einen Typen, so, der hieß, glaube ich, MC Gauner, so aus Berlin. Einer so mit Rasterlocken, der hat mit Speiche damals das Hip-Hop-Mobil gemacht. Ach, Hip-Hop-Mobil, ja. Bruder, das ist ja richtig lange her. Das war sogar noch vor Agro Berlin, ne? Hip-Hop-Mobil. Boah, vor allen Dingen, so früher war es auch immer so, du gehst so auf Jams, auf einmal einer, der neben dir ist, ein Kumpel von dir, er geht einfach auf die Bühne. Er will mitrappen und so. Du denkst, was du machst. Ey, guck mal, ey. Das war so krass. Ey, kennst du noch, Fu Man K? Fu Man K. Guck mal, ich fahre mein Auto. Ich lebe da, hier Handschuh. Fu Man K. Bruder, ey, ich hab diesen Track geliebt. Ey, ich hab den so oft gehört, aber so auf Cringe-Basis geliebt. Kennst du so? Aber ich konnte das nicht glauben, dass Fu der das wirklich macht. Kennst du das? Fu Manchu, Fu Manka? Also ey. Von Fu Manchu, diesen Dings? Von M.O.R., Fu Manchu? Ja, ja, ich glaube, der hat einen Track gemacht, der heißt Fu Manka. Also ich hab ein... Dann hat er so einen schwarzen Handschuh an im Video. Ey, ich hab das geliebt, Mann. Immer wenn das auf Bieber kam, hab ich das angeguckt. Ja, der war schon, Digga. Fu Manchu, Ronald McDonald. Ey, Ronald McDonald, beste. Und dann, Mann, für uns war das voll crazy. Die sagen so, ja, da gibt's so Gangster aus Kreuzberg und so. Wie heißen die? Ronald McDonald. Justus Jonas, Ronald McDonald. Justus Jonas. Und dann komme ich da an, steht da einfach so, also ich habe Hipster getroffen, bevor ihr sie getroffen habt. So 2002 habe ich die gesehen. Ja. Boah, ich dachte, das sind jetzt so 36er, so weißt du, auf Belasch angelehnt, ganz breite Typen. Und dann kommen da einfach so eine College-Kids einfach aus diesem Büro. Da war schon vorbei. So, da wusste ich okay. Ey, Belasch ist übrigens nicht 36, ne? Du sagst immer 36, aber stimmt nicht. Ich habe nachgeguckt. 31, okay, kann schon sein. Aber der ist ruhig gerade im Moment, außer halt anwaltlich und so, ne? Anwalt, klar, das läuft, da schickt man immer wieder mal was und ich würde sagen, er ist auch ruhig, er ist auch ein bisschen traurig, Corona ist vorbei, hat er kein so Thema mehr, kennst du so, der Krieg ist bald vorbei und so. Ja, und Boogie kriegt jetzt sein Gras überall, so, weißt du, ist nicht mehr auf Belasch angewiesen, so. Er kann ihn nicht mehr mit Gras stillhalten, Digga, so, weißt du, Honig und Mundschmieren, so, Honig. Ey, Digga, ey. Guck mal, ne? Mock, bitte erzähl mal den Leuten. Ich habe dir ja schon Previews geschickt, für immer Hund. Erzähl kaputt. Mal bitte. Ey, Leute, bitte sag mal, was du geantwortet hast. Ich habe ihm den Song geschickt, er wusste von nix. Er hat, der ganze Chat war nur Ich habe mich totgelassen. Der Track ist auf jeden Fall überlustig so. Überlustig, auch so die Sachen, die er dort sagt. So. Keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall krass. Geil, ja, ey. Wie ist es mit den Rechten und so? Bruder, man wird sehen. Ne? Außerdem, der Typ ist doch sowieso tot, der den Originalsong gemacht hat. Das Original ist eh nicht von Karel Gott, das ist ja von Alphaville. Aber ich habe GEMA kann ich, also GEMA ist kein Problem. Alles andere wird nachgeahmt und nachgebaut, nachgespielt. Und Beat mache ich eh anders ein bisschen. Nimm deinen Beat nicht. Was ich dir geschickt habe, war ja nur rough. Ich habe, nachdem ich dir das geschickt habe, 2, 3 Textzeilen geändert. Haben wir aber geredet drüber, ne? Mit Jacuzzi, Rusi und so. Und habe es nochmal neu eingerappt. Mein Kumpel, der Ingenieur, der schneidet ein bisschen die Vocals, dies, das macht. Der ist aber mit Cello die ganze Zeit am Machen. Deswegen hatte der jetzt keine Zeit, aber morgen übermorgen gehe ich einmal drüber und dann haue ich euch den mal aus Spaß. Das ist ein Spaßsong, Leute, so zum Lachen ein bisschen. Okay. So, dann noch ein Thema, so die letzten paar Minuten können wir dieses Ding mit Launa und so, die haben sich ja getrennt, hast du ja mitgekriegt, ne? Ja, habe ich mitbekommen. Erzähl mal, was ist da passiert? Es ist irgendwie überraschend. Boah. Ja, was heißt überraschend? So, am Anfang war es. Ich war halt schockiert alles, teilweise. Am Anfang war es halt so, dass halt alles gut ausgesehen hat. So, ja. OJ ist ein paar Mal alleine live gekommen. Ja. Und dann war er halt mit Bero und dann war halt so, dann hat Bero halt ein Statement gemacht. Bero hat halt ein Statement gemacht, es kam halt live.
So, ja, und danach war halt einfach Stress. Ich glaube, Bero war dann sauer, weil ich halt die Geschichten dann mit Bösemann geleakt habe, was Farid angeht, weißt du? Ja, und danach ist einfach alles eskaliert so. Und dann haben die sich halt beide gestritten und ja, keine Ahnung so. OJ ist auch, also wir wissen schon, dass er halt so der vernünftigere Part ist, so, weißt du? So das Gefühl habe ich auch. Und die Gespräche und so. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass halt Bero halt mit am Start ist, so, weil die halt zusammengehören, so. Aber am Ende des Tages hat es halt dafür nicht gereicht. Ja, ich Man stört es einfach. meine, der Bero hat sich halt, also die haben sich getrennt, weil die natürlich beide unterschiedlicher Meinung sind in einer sehr, finde ich, ein Dealbreaker-Thema. Es ist ja jetzt nicht so, ey, mir gefällt Nudeln nicht, mir gefällt Pizza nicht. Es geht da hier schon um sehr, sehr harte Vorwürfe. OJ hat ja mit mir Kontakt aufgenommen, beziehungsweise wir haben ja immer Kontakt gehabt, sporadisch, aber wir haben ja irgendwann mal uns ausgesprochen und er hat gesagt, ey, am Anfang war das alles lustig und sportlich, aber irgendwann konnte ich mir die Scheiße nicht mehr anhören, weil wer glaubt das? Und ich konnte das nicht mehr glauben. Vor allem sind deren Beweise teilweise gefaked und ich weiß das ja. Dann habe ich gesagt: Ja, Bro, dann sag es doch mal deinem Partner und bla. Und ja, Bero hat sich aber entschieden, jetzt einfach dem Mösegehirn zu unterstützen und OJ macht sein eigenes Ding. Das kann ich natürlich nur begrüßen. Ist ja klar. Ja, aber so, das Ding ist halt so, ist es natürlich, für ihn ist es natürlich viel schwerer so, ja. Weil, ich meine, so am Ende des Tages, so, du bist ja eine Band, eine Gang und wenn es dann halt, wenn es Ja. wegen jemandem wie Bösemann kaputt geht, das ist halt das Traurige daran, so, weißt du? Es ist ja, es geht halt, also es ist halt wegen Bösemann halt in die Brüche gegangen, so denke ich Es das ist auch, halt, so, es ist dass halt, der halt es nicht. ist, ja, ich finde das krass auch, weil der natürlich absolut niemand ist. Weder ist er in der Hip-Hop-Szene irgendjemand, noch stellt er irgendwas in der Gangster-Szene dar. Ist ein absoluter Niemand, dass er dafür die History von Launda sozusagen aufgibt, ist natürlich schade, ist aber seine eigene Entscheidung, ist mir egal. Vielleicht willst du noch mal erzählen, vielleicht die meisten, die nicht mitbekommen haben, warum warst du denn so lange off? Du warst ja Ach so so. lange off. Ja, aber so die Leute, bei, also die meisten wissen es ja, ich habe ja diese Zahn-OP gehabt Ja. und die war halt ein bisschen kompliziert so, weil ich wollte halt was Komplettes machen und nicht immer Teil, so. Der Typ hat halt gesagt, so, ja, wir können es so in 6 Monaten machen, aber habe ich halt keinen Bock gehabt. Dann, ja, die haben, ey Digga, das ist einfach ein Horrorfilm, das ist einfach ein Horrorfilm. Wenn mich jemand fragt, ob ich das nochmal mache, nie wieder. Ich habe halt Implantate oben und unten komplett machen lassen, alles neu. Und das war der größte Horror. Ja? Und deswegen 3 Monate, diese Heilungsphase, die war halt schwer. Musste immer wieder aufgeschnitten werden, zugenäht. Dann haben die halt nochmal Maß genommen und dann haben die halt so, die haben halt so eine Dinger da einfach in den Knochen gedreht, so weißt du? Das war Ja, einfach der Horror. Ich das habe sowas noch nie gehabt. Ich habe ich noch nie in glaube, meinem Leben, ich ja. habe schon mal einen Stich bekommen, bin auch nicht damit zum Arzt gegangen, so, weil ich keinen Bock auf diese Nadeln habe. Ja, und dann habe ich mich da freiwillig einfach, was für Vollnarkose, 15 Spritzen, die haben mich gekickt einfach. Du hast ja alles gesehen, die Bewegung und so. Das war schon der Horror. Also ich Aber muss jetzt gut. sagen, ja, ich muss sagen, mein Gott, ey, du hast auch alles gleichzeitig gemacht. Du hättest auch so Stück für Stück machen können. Aber ja, aber ich finde, jetzt hast du es hinter dir. Jetzt ist das schon okay, das ist schon geil. Ja, voll. Und ey, Stück für Stück so, dann hängst du halt, ich kenne halt Leute, die hängen halt 2, 3 Jahre da rum, so Ja, weißt ich bin das ja. Ich du? hänge jetzt, ich bin jetzt im. Das jährt sich bei mir seit einem Jahr, weil ich es langsam mache, Stück für Stück gemacht habe, aber noch nicht voll Bock hatte, da 3 Monate raus zu sein. Habe ich jetzt erstmal die Seite und ja, ich bin bald Ja, wieder und dran. also für die Leute, die halt fragen, so wie teuer, auf jeden Fall unter 10K. Auf jeden Fall unter 10K. Ja, und es ist halt auch eine deutsche Klinik. Sind halt auch 2 deutsche Ärzte so vor Ort und so, unter 10K. Ich weiß nicht, in Deutschland hätte mich die Behandlung, ja, keine Ahnung, Ja, 15, 20 mehr, mindestens. ja, mehr, weil es ist klar, Deutschland allein die Arbeit ist teurer. Ja, es ist 20k bei, was du gemacht hast, bestimmt 20, safe, safe. Wenn nicht Genau. mehr, also, aber Türkei, so gibt es ja auch, genau. Also das Ding ist so, wer es halt machen will, viele Leute labern immer, ja, bla bla, glaub mir, wer das Geld hat, der lässt sich das machen. Ja, Nein, das ist du halt sollst, nun mal so, ist also der ich Lauf der Dinge. finde, nee, ich finde das auf jeden Fall Ja, das machen. ist der Lauf der Dinge und wie gesagt, das ist halt wichtig ist halt so bei diesen Implantaten halt so, dass halt so die A-Kategorie ist, so weißt du, es gibt halt so drei.
Es gibt halt viele Kliniken, die halt in der Türkei die Leute locken, aber dann halt so mit C-Qualität und so. Das ist halt das Wichtige. Ja, genau. Ich wollte sagen, es geht nicht nur um billig, ja, Leute. Einer sagt ja, für 4 Zähne knapp 6K bezahlt. Also es ist schon krass. Krass, ja. Es kommt natürlich auch, also Leute, es ist ganz wichtig auch, ne? Was war vorher? Also zum Beispiel, ich habe an einer Stelle, mir hat ein Zahn gefehlt, da habe ich eine Brücke gehabt, kennt ihr das? Und die Nachbarzähne benutzt werden als Brücke, weil mir der Zahn gefehlt hat. Der Zahn hat mir aber so lange gefehlt, als sie mir ein Implantat setzen wollten, ging das gar nicht, weil der Knochen sich zurückgebildet hat an der Stelle. Wenn du keinen Druck hast, bildet sich Knochen zurück. Deswegen sollst du ja auch immer den Knochen belasten. Auch zum Beispiel bei einer Beinverlängerung und so nach der OP musst du belasten, weil der Knochen muss wachsen, genau. Deswegen habe ich einen Knochenaufbau gemacht, das hat sehr lange gedauert, war auch echt eine anstrengende Geschichte, schmerzhaft auch und alles. Schmerzhaft geht, aber war anstrengend, auch sehr anstrengend. Und Knochenaufbau ist wirklich voll der Film, ich will euch gar nicht erklären, was da gemacht wurde, es ist voll der Film. Also wenn ich Knochenaufbau gehabt hätte, so dann hätte zumindest so anderthalb, zwei Jahre gedauert. Ja, das hat ja bei mir... Ich habe halt Glück gehabt, so der Bulle, der damals halt zugeschlagen hat, hat halt wahrscheinlich so zugeschlagen, dass die Zähne halt so weggebrochen sind, so dass also mein Kiefer nicht verletzt war. Ja. Und also ich persönlich glaube auch daran, so ich habe ja auch Kumpels so, die das schon durchgemacht haben, die mussten Knochenaufbau machen, aber bei dem war es halt so, viele von denen waren auch... Also, weißt du, haben auch harte Drogen genommen und so. Und das war ja bei mir nicht der Fall, so, weißt du. Ich bin ja kein gewesen, so wie Gesicht. Ja, das Ding ist, wir haben, bei mir war 3 Monate mindestens Knochenaufbau, jetzt bin ich aber schon am 5. Monat. Sieht ganz gut aus bei mir, hat sich das gut, ist gut gewachsen, ist gut stark, jetzt könnte da was rein und das hat bei mir auch viel Zeit in Anspruch genommen. Und das ist halt auch nochmal zusätzlich teuer. Ah, du weißt, Racks, Bruder, 3 Racks. Soll ich dir 4 Implantate machen, Bruder? Na komm, oder der nächste? Liegt's doch nicht bei dir, erzähl doch nicht. Bruder. Ja, Dings. Lass mal ja reden. Komm, lass mal einfach immer diese Dings so, ja, und teuer und bezahlen und so, man schüttelt so aus den Ärmeln. Ist doch egal. Gut. Leute, sag mal rein. Ich muss Zähne machen. Was so wild, Digga, hinten hängt Goldplatte, dies, das, irgendein so scheiß Mikrofon mit rotem Stoffbezug. Wem willst du was erzählen, Digga? Well, guck mal, ich hab so ein Penner-Mikrofon, einfach so, weißt du, von Sinan bekommen. Das hat er bei Mois. Er meint, er hat's von Mois. Dieses Mois, das Mikro, was er von Mois hat, das ist doch bei mir. Das doch hier. Wir alle haben irgendwas davon. Irgendwas. Außerdem, ich geb doch, Ich gebe doch die Hälfte an Mahmoud ab. Mahmoud! Ich gebe die Hälfte an dich ab. Welcher Mahmoud ist das, ja? Ich frage mich die ganze Zeit, welcher Mahmoud. Einfach so random. Ich habe jeden Mahmoud, den ich kenne aus der Hutshop gefragt, der hat dem Dings massiv was gegeben. Er sagt, nein, Bruder, er sagt meinen Namen immer, aber er hat mir noch nichts gegeben. So. Sag mal so. Jeder Mahmoud fühlt sich angesprochen, Digga. Mahmoud, ich gebe die Hälfte an dich ab. Virus, Dankeschön für 5er Subbombs. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Mahmoud, ich gebe dir Hälfte an dich ab. Du hast jetzt gesagt, so, ey, gib mal Sub und so. Einer hat 5 Subs gespendet. Ei, nee. Ja, Virus hat aber auch gewonnen. Die hat getippt auf Düsseldorf gegen Leverkusen. 4-0 hat die gewonnen. 150 Dollar hat die gewonnen. 150 ach, Euro. Die ist so Dings, ja? Ach, du bist wettsüchtig, ist sehr krass. Eine Frau und noch wettsüchtig, ey, bleib weg, Digga. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Frauen in der Spielhalle, ist der Horror. Ist einfach der Horror. Nee, die hat auch Fußball getippt. Das ist kein wettsüchtig, das ist so, das ist Strategie. Also, ja, ist so, also ist nicht wetten, ist einfach so, genau. Roos, wer macht dein PayPal? Du musst künftig überlegen wegen Subs. Ja, mein PayPal macht Dings, Abo Intellektueller. Und er hat auch von mir Gelder veruntreut, von meinen Subs. Ey, Niaspool, so warum Mock, ey? Guck mal, als ich damals in Neukölln abgegangen habe, das war kein schöner Anblick im Wettbüro. Du siehst so am ersten, die Leute haben hier Hartz IV. So Mann und Frau sitzen am Automaten. Ich schwöre bei Gott, sie haben so getan, als ob sie vom Denver-Clan sind. Weil sie, keine Ahnung, bisschen Kohle hatten. Die haben halt einfach auf reich gemacht, Digga, das war so schlimm. Und nach 2 Stunden so, dann war wieder die Kinder vom Bahnhof zu, Alter. Immer der gleiche Film.
Ich rieche Diskriminierung. Ich sage, Männer sind auch wettsüchtig, das ist schlimm, so wie Mois. Man sagt ja auch über Mois, dass er im Casino Geld verzockt hat und so, weißt du? Glaube ich. Aber hinter hinter jedem starken Mann, du weißt doch, da will keiner dann dabei gewesen sein als Frau, so, weißt du? Ja, also ich glaube, Wettsucht ist schon so ein Männerding. Also ich glaube, dass Frauen jetzt, das hat bestimmt nichts mit der Genetik oder so zu tun, das ist schon, glaube ich, beide sind gleich anfällig, glaube ich, aber es gibt einfach Sachen, da sind Männer überrepräsentiert. Genauso wie wir Männer halt überrepräsentiert sind bei, weiß nicht, Gaming, Fußball, so. Es gibt einfach Themen, die sind, da sind Frauen weniger drin, so. Wie zum Beispiel, jetzt ist so ein Thema, das darf man bei Twitch, glaube ich, nicht. Es gibt eine Sache, die machen Männer eher mit einem Seil, Frauen eher mit Tabletten. Sag nicht was wegen Twitch. Krass, die gehen zum Sport? Mit einem, zum mit Sport? Einem Seil. Ja, Sport? Ja, okay. Ja, aber diese, also ich habe schon Frauen gesehen in so an so einem Banditen und so. Gerade in Vegas. In Vegas siehst du echt viele, viele auch Frauen. Wirklich. Aber trotzdem ist, glaube ich, ein Männerding. Boah, in Berlin, in den Spielbanken, da siehst du wirklich nur Vietnamesinnen. Ja? Vietnamesinnen, dann so russische Frauen, so, die gehen voll ab. Und die haben auch so Plan. Also gibt so, die haben so einen Zettel in der Hand, notieren sich die. Habe ich nie verstanden, warum so Typen beim Roulette mit einem Zettel und einem Stift und mit einem Lineal durch die Gegend rennen, Digga. Habe ich nie verstanden. Ja, die rechnen so ihre Chancen aus. Ja, ja. Dann sagt der eine so, ja, bla, die 19, die kommt und so, bla. Kennst du den Kumpel, der dir immer von Seite sagt, tipp 19, du willst 20 tippen, 20 kommt, aber du hast 19 getippt wegen den. So eine Welt ist das. Alter. Oh Mann. Ich habe mal 2 Jahre einen Minijob in einer Spielo gehabt, da waren echt nur Männer, wenn die sauer waren, haben die teilweise die Automaten kaputtgeschlagen mit dem Kopf, zum Glück nie bei mir. Boah, krass. Crazy. Ich habe mal eine Freundin von einem Minijob bei einem wo die Automaten sind, ganz viele Spielhalle, ne? So diese typischen Spielhallen, wo davor immer so voll die unseriösen Leute immer rauchen, weil das darf man drin nicht, dann gehen die wieder rein. Die atmen nur, wenn die rauchen. Auf jeden Fall, eine Freundin von mir wollte da einen Minijob, habe ich zu der gesagt, auf gar keinen Fall. Mach das nicht, du gehst da kaputt. Ein paar Monate später ist da auch ein Überfall passiert. Habe ich gesagt, Digga. Ja, das wird. Ich kenne auch. Keine Frauen, die überfallen wurden, aber ich kenne Typen, die immer überfallen haben. So. Ja, auch. Vielleicht war das ja auch eine Geschichte, die ein Kollege von dir gemacht hat. Ja, bestimmt. Ja, klar. Leider. Ja, Wettsucht auf jeden Fall, Leute, ist kein Spaß. Ne? Wir machen hier ein bisschen Jokes, aber ich sag euch ehrlich, ich war ja jetzt schon 2-mal oder 3-mal in Vegas und mich hat das nicht mal gejuckt, da einen Cent reinzuschmeißen. Es gibt in Vegas Automaten, ne, so, wo du so ziehst, so ganz typische, klassische, wie du mal aus dem Film kennst, da kannst du mit einem, boah, ich glaube, das war wirklich 1 Cent, also da kannst du mit Cents schmeißen, kannst auch nur Cents gewinnen. Ja, da gibt es auch Leute, die davor sitzen, so aus Spaß. So. Das ist so für mich wie so ein Methadon-Programm. Kennst du so? Du bist so süchtig. So, wenn ich so viel Geld mache. Ich habe nicht mal Bock gehabt, da was reinzuwerben. Die Jungs haben mir mal Geld gegeben. Ich weiß, als ich mit Raff da war, hat er aus Spaß mal 2 Minuten an der Maschine gesessen. Dann hat er mir auch Kleingeld gegeben. Ich meinte, mach mal. Und ich hatte keinen Bock, irgendwie mein Geld da reinzuschmeißen. Weil ich habe erstmal, juckt mich das nicht so. Zweitens habe ich das Gefühl, du schmeißt rein und dann verlierst du, als ob du jetzt da was gewinnst irgendwie. Ja, und dann kommt halt genau diese Stelle, dieses, okay, ich habe jetzt Geld verloren, okay, ich brauche jetzt Geld, um es wieder zurückzugewinnen, ja. Du merkst gar nicht. Oder schlimm ist es halt, wenn du das erste Mal gewinnst und denkst, es geht so weiter und dann du immer diesem Gefühl hinterher rennst. Aber weißt du, was auch schlimm sind? So, ich habe jetzt jahrelang auch keine Automaten mehr gesehen. Also jahrelang kein Geld in Automaten gesteckt. Aber ich habe einen Kumpel, der hat die ganze Zeit auf seinem iPad hat er diese Automaten gespielt. Aber auch einfach so. Ohne was zu gewinnen. So, weißt du, was ich meine? Ist halt das Ding in Vegas, voll. Das, weil ich gerade sehe, dass Frieda schreibt, ich habe $500 in Automaten verloren in Vegas. Das Ding ist halt,
Vegas ist natürlich auch so Urlaub und so. Und dann und das hat ja so eine Atmosphäre wie im Film. Und dann bescheißt man sich ja auch nochmal selber, indem man sagt, ja, das ist ja jetzt hier ein bisschen Urlaub. Schmeiß mal das Geld hier einfach rein, ja, so ein bisschen Spaß und so. Sieht auch aus wie bei Casino der Film und so. Es ist auch total filmisch und alles. Aber und die tun auch alles dafür, dass du bleibst. Wenn du länger als ein paar Minuten an einem Automaten sitzt, ne, kommt jemand und bringt dir ein Getränk. Und das for free. Damit du da bleibst. Ja, das ist die Falle. Und wenn so, du eine Stunde oder zwei da sitzt, kommen die und geben dir ein Zimmer, free. Die sagen, hey, penn doch bei uns, geht auf uns. Also kein Scheiß, Leute, das ist die ganze Zeit da so, ne? Aber, crazy. Ja klar, Mann, die wissen, wie das geht. Deswegen, Leute, man kann da nicht gewinnen. Die einzelnen, diese Evidenz, diese, wie heißt das, diese anekdotische Evidenz, mein Kollege hat da 100.000 gewonnen, ja, einer von 1 Million gewinnt dann 100.000, aber darauf kannst du jetzt nicht dein Erbe spielen. Ja, dein Vater ist durch Jauchegrube nach Deutschland. Der hat diese 16.000 Euro Dings, hat Niere verkauft. Du so, ja, aber ich kenne einen, der hat 100.000 gewonnen in Las Vegas. Ja, die sind halt geblendet von diesem High-Roller-Film, so weißt du? Ja, das ist ja so, Quatsch. So dieses Big Money und so, da bis du da erstmal hinkommst und so, bla, das macht ja alles gar keinen Sinn. Und vergisst, so. Leute, vergisst nicht, vielleicht lass mich noch eine Sache sagen, die allermeisten, die bei Streaming-Services so zocken und so, ne, das ist nicht deren Geld. Die kriegen das Geld gestellt und können einen Teil des Gewinnes auch behalten, damit die animieren, euch zu zocken. Also seid, passt auf euch auf. Die schlimmsten Sachen passieren, wenn man süchtig wird. Ja, man, davon kann auf jeden Fall sehr, sehr viel kaputt gehen. Kauft lieber Leinwände. Warum schießt du gegen Hengst? Er hat nicht gegen Hengst, er hat gegen Gino geschossen. Ich habe gegen Gino geschossen, nicht gegen Hengst. Bitte lass mich ruhig. Gegen Gino darf man. Ja, darf man. So Gino Stinks, er war immer dabei. Wenn einer, was ich interessant finde, also ich mag ja Schach, zum Beispiel ich mag ja Schach, weil das mit Glück nicht so viel zu tun hat. Oder gar nichts zu tun hat. Aber ich mag ja so, auch wenn einer sagt, ich spiel zwar nicht so gut Poker, aber wenn einer sagt, ey, ich bin so Poker-Typ, ich bin voll der Freak, ich nehme an so Sachen teil, ich bezahle da hier 5.000 mitmachen und dann kann man da so das und das. Das ist was anderes, da kannst du ja üben. Da kannst du ja üben und besser werden. Aber so zocken, Roulette, das, oder was ist das? Digga, was meinst du, was im Knast mit den Russen los ist, so? Um was, also die spielen Schach um Geld. Genau gleich Scheiß. Am Ende des Tages. Aber dann wäre ich im Knast der Chef. Nee, wärst du nicht, Digga. Lass mal, du mit deinen paar so Schachzüge hast du nicht gesehen. Digga, da drinnen sind Typen. Springerbau. Bruder, ey. Springer, Dings, Springer, Läufer A4. Wallah, ja. So, das Ding ist so, du kannst schon Schach spielen, glaube ich dir. Du kannst auch bestimmt gut Schach spielen, okay? Aber, Digga, da drinnen sind Typen so, die haben ja nichts anderes außer dieses. Du kennst doch selber, Bruce. So, wenn du halt viel Schach spielst, so, wenn du halt unterwegs bist, du denkst an Züge, an Schachzüge, kennst du doch, oder? Ich träume ja von Zügen auch. Ja, genau. Und bei denen dreht sich das ja nur. Ja, um ja, wenn Digga, wenn du im Knast bist, ja anders. Aber ja. Ich muss sagen, aktuell spiele ich nicht so viel. Aber es gab eine Zeit, da habe ich so viel gezockt, dass ich mich auf der Straße manchmal erwischt habe, dass ich einen gewissen Bewegungen nicht machen wollte. Aber das ist nur so ein. Ein Bruchteil einer Sekunde, ich weiß nicht, ob Gamer das verstehen, auch andere Games, du denkst so, also boah, krass, ich wollte gerade nicht über die Ampel laufen, weil ich dachte, da ist nicht meine Bewegung. Hatte ich mal mit Bomberman. Ich habe in der Jugend so super viel Bomberman auf NES gespielt. Da hatte ich mal so eine Bewegung gemacht auf der Straße und dachte so, ich kann gerade nicht rechts, weil wegen dieser einfach diese Bewegung, die so sich manifestiert in deinem Hypothalamus. Sorry, ich bin sehr schlau. Auf jeden Fall, Er Issa ist im Chat. Issa, wie geht's dir, Bruder? Du hast Angst vor mir. I am Issa 040. Ey, Leute, I am Issa 040 im Chat ist derjenige, der die Energiestory verfilmt hat, gemalt hat. Schöne Grüße an dich und du hast Angst vor mir. In Schach hat er schon lange nicht mehr gegen mich gewonnen. Und ich war heute in Dune 2 übrigens, Issa. Echt? Bist du alleine hingegangen, oder was? Ich war mit Ilja. Ja, sowieso Ilja, Digga. Hast du noch nicht geguckt, ne? Nee, ich habe auch gar keinen Bock, Alter. So, ich habe gar keinen Bock im Moment so auf Filme und so. Ist alles zu langweilig. Ich habe die Nerven nicht, mich 1,5 Stunden hinzusetzen und irgendwas durchzugucken, weil Telefon klingelt. Digga, mein Telefon ist einfach ein. Ja, ich schwör's dir. Das macht keinen Sinn.
Und ich bin auch so einer, so, der rangeht. Weil ich denke mal, so jeder Anruf ist wichtig, so, weißt du? Ja, ja, ich habe ja, halt so, hab auch nicht geschafft, den Film komplett zu gucken, ohne ans Handy zu gehen, aber waren nur wichtige Sachen. Also ich gehe zum Beispiel zwei, drei wichtige. Ich habe ja mit das Beste, was ich machen konnte in meinem Leben, beste Entscheidung vom Jahr, ein zweites Handy zu besorgen. Ja, aber ja, der Film ist noch schlimmer. Nee, also ja und nein. Also ich habe einfach, es gibt ein Handy, da gehe ich dran, egal wo der ist, weil da weiß ich, das ist Family, Mutter, Vater, keine Ahnung, so, ne? Und es gibt ein Handy, das ist primär dafür, dass, ja, da kann man auch mal zurückrufen. Ich bin ja so ein Süchtiger, der immer auch direkt antworten will. Deswegen muss ich mich selber schützen vor sowas. Es gibt ja eh Leute, die haben ja so soziale Phobie, dann haben die da 800 Chats in WhatsApp nicht beantwortet. Das kann ich nicht. Deswegen muss ich mich selber davor schützen. Ja, es ist einfach so, so die Zeit ist halt einfach cool. Ein Abo-Intellektueller schreibt dir morgens um 5:30 so, morgen schläfst du. Weil er her, Digga, ist 5:30. Ja, der Abo, der schreibt mir so mitten in Dune, lass her machen. Ich so, mit wem, Alter? Ja, Dings. Lass mit René, MC René her machen. Du hast ihn damals gedisst. Bruder. Boah, hast ihn. Hast Abo Intellektuelle. Abo, echt? Ich schwöre bei Gott, er hat ihn heute zum Thema gemacht. Nein, Abo, du hast auch jetzt gemacht. Ich guck's mir nicht an. Abo und Telegram. Ich guck's mir nicht an. Mir schickt immer jemand bei Insta, schickt er mir immer so Ausschnitte so von den relevanten Stellen. Schöne Grüße übrigens an dich. Ja? Aber Abo hat heute auf jeden Fall sein Fett weggekriegt. So. Den hat, also ja, so ein Abo Intellektueller. Und Digga, hast du nicht Ding gesehen. Ist Abo voll Thema geworden. Ja. Abo ist Dings, Digga. Er ist Mittäter. Ja, bald er ist erstens Mittäter, bald gibt es gefälschte staatsanwältliche Sachen von 2002 über Abu. Er hat mies Dings. Ey, pass auf, ich gebe dir noch einen, weil die Zeit ist schon längst abgelaufen, ne? Dann machen wir normal weiter, oder? Dann mache ich noch ein bisschen und dann rede ich. Pass auf, ich gebe euch noch einen. Gestern Nacht konnte ich nicht schlafen und war so voll lange wach, hing am Handy, Schach. Ich bin ja so einer, ich spiele Schach und wenn ich so einen ekligen Fehler mache, deinstalliere ich die App so. Das habe ich gestern schon wieder zweimal deinstalliert. Ich war so hassgekickt geschoben. Ich konnte nicht schlafen, duschen gegangen, dies, das. Und dann habe ich bei Disney alle Alien-Teile mir angeguckt. Sind so 7 Teile oder so, aber nur so durchgeskippt. Prometheus habe ich schon. Einfach so, ich wollte mal ein bisschen in den Film rein, ein bisschen durchgeskippt, so alle Teile, ne? Und da habe ich bei Wiki gelesen, dass der Produzent oder einer der Macher, einer der Männer dahinter, Ridley Scott, du weißt ja, Ridley Scott, der hat gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass noch ein Teil kommt. Heute sitzen wir im Kino, IMAX, und kommt Trailer, Alien Romulus. Ach du Scheiße. Alter. Geil, Alter. Übelst geil. Aber das ist nicht, was ich erzählen wollte. Was ich erzählen wollte, Mock, achte bitte auf den. Leute, achtet bitte auf den. Ich komme irgendwie auf Kurt Cobain. Ich bin in einem Rabbit Hole. Kurt Cobain, Bilder, das. Ich gucke bis gerne MTV. Kurt Cobain, dies Maß. Ich liebe ihn. So mies Maß. Auf einmal sehe ich Bilder. Er hat Tochter auf Arm. Mhm. Ich denke so, jo, hat der eine Tochter? Was macht die eigentlich heute? Google, Tochter heißt Bean. Irgendwie Catherine Mies, hast du nicht gesehen, Bean Cobain. Ich google die, finde direkt ihr Insta, sehe, dass sie geheiratet hat. Weißt du, wen die geheiratet hat? Bruder, da kommst du dein Leben lang nicht drauf klar. Sag nicht den Schlagzeuger. Nein. Einfach Kurt Cobains Tochter hat einfach Riley Hawk geheiratet. Tony Hawks Sohn. Digga, ey, was willst du mehr, Mann, Herr Krim? Ich so, hä? Was für ein Glitch in the Matrix, Alter. Digga. Krass, einfach was? Mein Gehirn hat übersteuert. Einfach Tony Hawks Sohn heiratet Kurt Cobains Tochter, Abu Sainik. Boah, Kurt Cobains Frau, wie ist die nochmal? Die war auch so anstrengend. Courtney Cox. Boah, Courtney Love.
Die ja, Courtney Love, ja, die lebt ja noch. Ja, die lebt, die noch. Lebt noch, ja, zum Glück. Ist okay. Und auf der Hochzeit von den beiden hat Musik gemacht Michael Stipe. Du weißt ja, das ist ja Patenonkel und das war bester Freund von Kurt. Michael Stipe ist Losing My Religion, der Sänger, ja, von okay. R.E.M. R.E.M. auch krass gewesen. Aber ey, die meisten wissen doch hier nicht, wer R.E.M. ist, Digga. Ich weiß, ich rede das doch nur für uns. Für uns? Ach die, so, wir sind alleine. Die Leute im Chat denken so, Bruder. Was mit dem Geld, Digga? Wenn wir schon Was reden die Opas? Die sollen über 50 reden, Drake. Was für Opa, Alter. Hat Jordan Petersons Tochter nicht was? Ey, Alter, ich schwör's dir. Nee, Serdar, das ist Gerüchte. Die haben mal einen Podcast gemacht, das ist Gerüchte. Aber seine Tochter ist auf jeden Fall die weibliche Version von Andrew Tate, ja. Jordan Peterson ist die Professor- und Anzug-Version von Andrew Tate. Einfach dieses geplante Outraging. No Diddy. Oh, Diddy, Alter, dieses Thema, lass mal, Alter. Ja, das wird, also entweder wird das einfach so weg, weil das am Ende doch nicht so krass war, wie man dachte. Ich gucke so viel Vlad in letzter Zeit. Vlad, baby, DJ Vlad. Alter, der ist ein Fab. Digga, der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Ja, Mann, der ist wirklich gefährlich. Der weiß so viel über diese Szene und so. Bruder, Vlad ist von den Fabs. Multimillionär geworden, ja, das sowieso, der ist ja von dieser Squad, Multimillionär geworden, einfach nur mit Interviews, krass, mit, ne? Interviews und Krieg. Ja, Interviews, ja. Interviews und Krieg, der ist ja richtig. Hast du, weißt du, wie Vlad aussieht? Ja, viele wissen das. Weißt du, dass ich jahrelang nicht wusste, wie der aussieht, als ich ihn gesehen habe, war ich schockiert. Ich aus wie Lappen. Hä? So, der sieht einfach wie ein Lappen aus. Nee, vor allem ist er Russe. Ich habe immer gedacht, der ist schwarzer, ja, aus Amerika. So. Der ist Russe. Vlad, ey, Alter, ja, ich habe okay, darüber nicht nachgedacht. Geh mal weg, Alter. Wallah, ja, der ist russischer Einwanderer. Ich finde das krass. Der ist in wenigen Jahren zur Hip-Hop-Ikone eine wichtige Säule und auch Self-Basis. Also der hat ja keinen, der ihn finanziert. Eigene YouTube. Und ist big-time-rich, Alter. Voll. Crazy, Alter. Aber jetzt, was jetzt gerade so alles so rauskommt, was irgendwie erzählt wird, bla, wen die alles reingezogen haben, DJ Khaled, Meek Mill und ey, Alter, ist verrückt einfach. Ist einfach verrückt. Ja, und aber... Dann sind halt so ein paar Versager dort, glaube ich. Ja, ja. Die es halt zu nichts gebracht haben, so, weißt du? Weil sie halt so Zeitzeugen sind, so dieses, ja, um 1 Uhr nachts geht erst die Party los und so. Ja, Alter. Aber das ist alles... Weißt du, was auch Quatsch war? Die haben ja am ersten Tag geschrieben, ja, die suchen den, sein Flugzeug ist dahin, das habe ich auch noch alles geguckt. Mhm. Aber Bruder, der war einfach Golf spielen mit seiner Tochter am selben Tag und so. Ja. Mal genau, gucken, war, am Ende wird man ja sehen, das Ding was ist so, das war nicht mal der Airport gewesen. Ja, ja, ja. So ekelhaft, die haben halt so getan, so als ob er gerade mit seinem Privatjet gelandet ist und, ja, so, und sich voll die Sorgen macht. Dabei war er zocken. Ja. Ja, abwarten. Ich denke mal, das wird eh mit der Zeit kommen. Entweder, und das ging ja, guck mal, mit Cosby, mit R. Kelly, es geht schnell. Entweder fällt er jetzt komplett, oder es ist nicht, ja, viel dran. Es war, also, aber ich habe gelesen, einen Satz vielleicht dazu noch, ich habe gelesen, dass die Cassie, die eigentlich Geld bekommen hat, damit die so Ruhe gibt, damit man hat ja so außerordentlich gesettelt, außergerichtlich, dass die jetzt doch noch mit anderen Frauen sich zusammenschließt und dann auf die Basis machen. Ja, muss man halt gucken. So. Das Ding ist halt, so sind halt auch gefährliche Typen halt unterwegs, die halt viel Scheiße labern. Da gibt's ja halt leider auch so ein. Und aber so, Zeit ist halt relativ in der Geschichte, weil guck mal, wie viele Jahre es gedauert hat, bis R. Kelly oder Bill Cosby und so ist. Ja, das klar. Hat schon Jahre gedauert. Halt, ja, da hast recht. Und ich muss sagen, weil es in Deutschland gibt an so Blogs, die so Lügen verbreiten, gibt es in Amerika leider das Hundertfache. Boah, ey, du bist, Alter, hier Eneluki schreibt, Kelly is King, don't believe the hype. Digga, ich glaube den Videos, Digga. Weißt du, Kelly is King, don't believe the hype. Krass. Digga, so, weißt du, du kannst R. Kelly auch ersetzen mit Jodeci. Also so ist nicht, wenn du Amsen willst, so nimm einfach Jodeci. Ja, Jodeci eh besser. Jodeci aber für die Kenner. R. Kelly ist Mainstream. Ja, Jodeci ist der Jodeci ist langsam und schnell. Und R. Kelly ist so, er wackelt immer. Ey, ich gebe dir noch einen, dann machen wir Ende, okay, für heute? Okay. Noch einen. Und zwar...
neuer Alien kommt, Romulus. Ich weiß nicht, ob das ein Pre- oder Sequel ist. Aber es kommt ein neuer, und das könnte schon auch scheiße werden, leider. Es kommt ein neuer Beverly Hills Cop für Netflix. Boah, krass. Aber du weißt, Alter, Beverly Hills Cop 1, absoluter Killer. 2, ja. Killer. Danach schlecht, Metro schlecht. Fun Fact, bei dem ersten Beverly Hills Cop sollte ursprünglich Sylvester Stallone spielen. Aber er war zu teuer. Ja, wir können es ja bei mir im Stream gucken. Ja, den neuen Teil. Gucken wir bei mir im Stream, da habe ich den Kanal noch mit. Mach das, mach das. Okay, Bro. Geiler Talk, guter Talk mal wieder. Hat lange gedauert. Ich wünsche dir nur das Beste, dass du heute in deinem Stream wieder Kerl machst mit Leuten. Du bist ja bekannt für Kerl. Mach ein bisschen diese Kerl mehr. Ich kann dich mit Dings zusammenbringen, mit Bösemann, wenn du willst. Ja, ich mach vielleicht ein Kerl mit Schmösel. Okay, heute Nacht machen wir mit Kerl und Bösemann und du. Lass FaceTime machen mit Bösemann, wenn er weiß, wie das geht. Aber ich brauche zweite Handy zum Aufnehmen. Ich muss gucken, ist Akku leer. Yalla, bis später. Yalla, bye. Ciao, peace. Ciao, ciao.